Daniel, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast fürs Interview. Wir hatten im Vorfeld ja schon über die Interviewreihe gesprochen. Diesbezüglich möchte ich diese jetzt gar nicht als großartig vorstellen, sondern würde mich freuen, wenn du dich mal präsentieren könntest, à la Elevator Pitch, mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du heute unterwegs bist. Ja, hallo Michael, zuerst mal viele Grüße, liebe Grüße aus der Schweiz. Schön, dass du mich angerufen hast. Womit bin ich unterwegs? Ich habe zwei Standbeine. Das eine sind Trainings, Seminare und das andere sind Vorträge. Und um diese zwei Standbeine findet man immer das Thema Verkauf. Ich mache also alles, was mit Verkaufen zu tun hat. Und falls du mal bei mir auf der Website vorne drauf warst, da steht ein Satz, den meine ich auch so. Verkaufen ist meine Leidenschaft, das trainiere ich, darüber spreche ich, nichts anderes. Genau. Gab es da für dich irgendeine Initialzündung, die dich in diese Themenwelt hineingebracht hat? Sprich, hattest du schon irgendwie ein Studium, was in diese Richtung geht, oder eine Ausbildung, oder gab es irgendeine andere Lebenssituation, die gesagt hat, ja, Verkauf liegt dir, dieses Zusammenspiel mit Menschen? Ja, ich habe natürlich immer im Verkauf gearbeitet, mein ganzes Leben lang. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und war dann in diversen Branchen, in diversen Firmen immer irgendwo im Verkauf tätig. Und ausschlaggebend waren wahrscheinlich ganz viele Situationen. Das waren Alltagssituationen, zum Beispiel, wo ich als Kunde in einem Fachgeschäft drin war oder bei einer Versicherungsberatung oder beim Stadionbesuch, zum Beispiel bei uns da im Fußballstadion, wo ich beobachtet habe, dass ein Grillwurstverkäufer einzelne Bratwürste dreht und da warten 3000 Leute und wollen Bratwürste kaufen, da bekomme ich Hautausschlag und dann habe ich mir gesagt, nee, das kann nicht sein, dass man Kundenorientiertheit so kurzfristig definiert. Ich mache es selbst, ich mache es anders und das ist das, was ich heute tue. Ja. Ich habe vier Themen, die ich mache oder vier Zielgruppen, die ich trainiere. Das sind zum einen Außendienstmitarbeiter und Innendienstmitarbeiter, dann nennt sich das Angebot Ich Tarzan, du Jane, das ist alles, was mit dem persönlichen Verkauf zu tun hat. Dann habe ich ein Angebot, das nennt sich Call Me Maybe, Telefontraining, auch Akquise. Ein weiteres Angebot, das ich bei mir habe, das nennt sich Atemlos durch die Nacht, also sich verkaufen, Präsentationstechnik, alles was mit Präsentieren zu tun hat, das unterrichte ich auch. Und ein weiteres Angebot nennt sich Was guckst du? Da geht es um Ladenverkaufspersonal, alle die an der Front trainieren. Verkauf. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, okay, Daniel, ich habe da so ein Problem, die Zahlen stimmen nicht mehr, irgendwo mein Vertriebsteam, irgendwas passt nicht, aber ich kann es selbst nicht mehr gründen, weil ich vielleicht auch die Scheuklappen habe. Wo müsste sich so ein Unternehmenschef möglicherweise darauf einstellen, wenn er dann sein Team für das Thema Vertrieb bei dir in Training rein begibt? Also sehr gut ist ja schon mal, wenn er erkennt, dass er Veränderung notwendig hat. Das ist ja immer der erste Schritt. Mut zur Veränderung, bevor er den Hörer in die Hand nimmt, das ist ja schon mal gut. Dann der zweite Schritt, das ist mein Ziel natürlich als Trainer, einen Termin zu bekommen. Und da geht es darum, können wir uns riechen? Passt meine Nase eben überhaupt? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn man als Firma oder als Teamleiter oder als Betriebsleiter mit einem Trainer zusammenarbeitet. Und da muss man sich auch die Frage stellen oder sollten sich die Leute die Fragen stellen. Es gibt ein Sprichwort, der Wurm muss letztendlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und da gehen wir dieser Frage natürlich auf den Grund. Ich als Trainer versuche immer nachhaltige Konzepte zu erarbeiten. Ich versuche wegzukommen oder ich komme weg jetzt im Moment gerade von den Tagesansätzen und ich mache wirklich Gesamtkonzepte, die dauern über 2, 3, sogar 4 Jahre, weil für mich ist es wichtig als Trainer und da halte ich das kurz hoch, ist das Thema Nachhaltigkeit, weil wenn es nicht funktioniert hat, vor allem im Vertrieb und im Verkauf, dann macht man ziemlich schnell oder gern uns verantwortlich dafür und dafür ist mir meine Marke und mein Name leider zu schade. Das heißt, du umgehst das klassische Shareholder-Value-Denken, nenne ich es jetzt mal, sondern man muss es wirklich so betrachten, du bist ein Architekt für die Systeme, die dazu führen, dass man ein Haus aufbaut, ein Unternehmen aufbaut, wo man einerseits positive Energie nach außen bringt,
dadurch, dass die Menschen es mit Freude tun, diesen Job, Vertrieb. Andererseits man natürlich auch nicht zu viel Nachdruck dem verleiht, sondern eigentlich dann mehr auch diesen Kundenwünschen, sprich, du hast es vorhin so schön erwähnt, nämlich dem Fisch den richtigen Köder letztendlich hinlegt. Das ist richtig, ja, und das braucht auch Zeit. Und wenn ich so ein Konzept erstelle, da bin ich ja auch Tage dran, oder? Wenn ich ein Vierjahrestraining konzipiere, wo ich dann die gesamte Führung mit rein. Meine Meinung ist, erfolgreiche Schulungskonzepte sind immer top-down konzipiert und nicht bottom-up konzipiert, weil der Fisch beginnt am Kopf zu stinken und daran, also nicht, dass ich Führungstrainings mache, aber die Leute muss man natürlich auch mit ins Boot nehmen, damit es dann wirklich nachhaltig wird. Nach den Trainings, da schreiben wir immer Aktionspläne, die gehen dann in die direkte Führung zur Kontrolle, Motivation und auch zur Motivation, habe ich schon gesagt. Gut. Steht dir da im negativen oder vielleicht sogar im positiven Sinne manchmal dein Alter im Weg oder ist es behilflich, weil viele natürlich sagen, oh, von jemandem was lernen ist immer gut, wenn der Erfahrung mitbringt, 30 Jahre im Job und oder ist es genau der Punkt, der aussagt, stopp, klar, viel Erfahrung, aber auch mit einem jugendlichen Dynamik in Anführungsstrichen, die auch einem die Möglichkeiten lässt, in so einem Konzept auch Freiräume zu schaffen, dass man sagt, 4 Jahre Trainingsplan heißt nicht, man ist jetzt dauerhaft mit diesem Konzept unterwegs, sondern prüft natürlich auch auf diesem Weg dorthin, ob man noch auf dem richtigen sich befindet. Ich bin froh, sprichst du das an, das Thema Alter, das ist die erste Frage, die du mir gestellt hast, da treffe ich natürlich immer wieder drauf, das war auch am Anfang meiner Selbstständigkeit vor knapp 6,5 Jahren ein großes Thema, als ich mein Konzept geschrieben habe. Ich habe Marketing studiert, ich habe Verkauf studiert und da habe ich bei uns in der Schweiz einer Trainerstudie habe ich gelesen und da habe ich versucht herauszufinden, was bringt der typische Trainer oder Coach mit. Und ich habe die größte Gemeinsamkeit gesucht und das war das Alter. Der typische durchschnittliche Trainer in der Schweiz ist 45 Jahre alt und da war ich mit meinen knapp 29 Jahren knapp drunter. Und dann ist mein Konzept wieder in der Schublade gelandet und ich habe mich dann nicht getraut, weil ich mir selbst gesagt habe, nee, das funktioniert nicht, weil du bist zu jung. Credibility loss, wenn du vor deiner Gruppe stehst, die wollen einen 50, 60-jährigen Trainer vorne stehen. Nach etwa 2 Wochen habe ich das Konzept wieder rausgenommen und habe mir gesagt, nee, es ist alles eine Frage der Zielgruppendefinition. Dann habe ich mir gesagt, okay, welche Firmen gibt es, die Verkäufer haben, wo du nicht einen 60-jährigen Trainer vorne hinstellen musst, weil der vielleicht anders wird, eine andere Sprache spricht. Und das war dann meine Kernzielgruppe. Das waren Firmen mit Leuten zwischen 20 und 30 Jahren im Verkauf. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Später sind dann auch andere Firmen dazugekommen, wie Banken, wie eine UBS. Das waren nicht meine Zielkunden, die nehme ich natürlich auch, aber es ist nicht meine Kernzielgruppe, das ist so. Vereinfacht für dich dann auch diese Zusammenführung der, ich nenne es jetzt mal, alten klassischen Welten mit den neuen Welten, sprich alles, was mit digital zu tun hat, dieses Thema, weil das wird ja auch in deinem Themenbereich Vertrieb immer irgendwo überein fliegen, schweben, dass es heißt, oh, dieses gefährliche Internet und wie mache ich es mir jetzt zunutze oder hast du dort auch Ansätze, dass du da den Leuten die passenden Dinge mit auf den Weg gibst, zu sagen, stopp mal, ihr müsstet nur richtig zu nutzen wissen. Ja, du sprichst ein gutes Thema an. Das ist eines meiner Vortragsthemen. Der Titel ist die Generation Kundenbrater, weil ich sage, man kann Kunden nicht nur beraten, sondern man kann sie auch braten. Und das Internet hat natürlich viel verändert. Die Kunden wissen immer mehr, die Verkäufer sollten immer mehr wissen, weil Wissen ist mit dem Internet öffentlich geworden. Und meine Theorie oder meine These ist ganz klar, wo man früher gerne nur beraten hat, muss man in Zukunft immer mehr auch wieder Verkäufer werden, weil das Internet die Möglichkeiten geöffnet hat, dass Kunden sich im Fachgeschäft beraten lassen und dann per Mausklick online kaufen. Und das kann für ein Unternehmen fatal sein, weil sie dann nicht wirklich wissen, warum sie Leute entlassen müssen oder warum sie schließen, weil sie denken, wir haben ja gute Berater, wir beraten noch gut, aber sie sind nicht zwingend gute Verkäufer. Und das wird in Zukunft immer mehr auch ein Thema sein. Wir müssen auch verkaufen, nicht nur beraten. Ja.
Das ist das eine Thema. Das andere ist natürlich, dass in all den Bereichen, ob bei Unternehmensführung oder Vertrieb, natürlich der Mensch immer mehr in den Vordergrund gepackt werden muss, als Experte in seinem Bereich sich präsentieren muss auf verschiedenen Netzwerken wie Xing, LinkedIn oder in den sozialen Kanälen, als auch sich auf Blogs präsentieren muss. Inwieweit musst du dort selbst Vorreiter spielen für diese Themen und bist vielleicht sogar genötigt, im positiven Sinne zu sagen, als Trainer, als auch Speaker, musst du dich auch auf dieser digitalen Bühne auch überall präsentieren? Du sprichst damit Social Media und Webkanäle an. Genau. Ist natürlich für Trainer, das ist meine Meinung, ist natürlich ein ganz wichtiges Tool. Ich als eher jüngerer Trainer oder Coach oder Speaker, ich weiß nicht, was hier das Durchschnittsalter ist, habe ich mich nicht damit befasst, ganz ehrlich. Ich nutze das schon stark. Ich kenne aber auch andere Trainer, die sagen, ich habe gar keine Webseite und habe auch trotzdem tolle Aufträge. Meine persönliche Meinung ist, es ist natürlich nicht unbedingt zeitgemäß, heute nicht mehr online zu sein oder nicht mehr mit einer Webseite auffindbar zu sein. Deswegen nutze ich das schon. Wir sind jetzt im Moment gerade dran an einem kompletten Redesign meiner Webseite. Es gibt einen neuen YouTube-Kanal, es wird Videos geben, es wird einen Talk geben, den ich auch machen werde mit persönlichen Leuten, wo ich die ins Studio einlade. Das werden wir ja von Kameras aufzeichnen lassen. Und ja, wir haben marketingtechnisch einige tolle Dinge geplant, ja. Wenn ich mir das Interview bis jetzt so anschaue, könnte ich zu einer gewagten These mich verleiten lassen, die da aussagt, dass der Daniel Enz in seinem Leben noch keine große Herausforderung, noch keinen Lerneffekt, sprich zu Deutsch gesagt, er ist noch nie auf die Fresse gefallen, oder gab es da natürlich auch mal in den Bereichen Phasen, Dinge, wo du sagst, natürlich muss ich auch in all diesen Phasen mal Dinge ausprobieren, wo man sich dann auch mal auf dünnes Eis begibt, auf die Nase knallt, aber sich hochrappelt und vielleicht alleine oder durch die Hilfe anderer dann wieder es nach oben schafft, aber sich dann genau prüft, was war passiert, und du diese Situation, so eine Situation mal beschreiben könntest, wie sie dir passiert ist möglicherweise und was du für ein Resümee daraus gezogen hast für dich. Ja, da gibt es natürlich ganz viele Momente. Ich glaube, es gibt wenige, oder das sind absolute Ausnahmen von Unternehmern oder Selbstständigen, die nicht mal eine schwierige Phase durchgemacht haben. Ich glaube auch, das braucht's. Ich glaube, die braucht's vor allem, um zu erkennen, was es denn wirklich für den Erfolg braucht. Und man muss wieder aufstehen, und aufzustehen lernt man nur, wenn man mal gescheitert ist. Und ich zitiere da einen Berufskollegen, der sagt, wir müssen lernen, auch wieder die Scheiterleiter hinaufzusteigen. Und da gab es bei mir ganz viele solche Momente. Das gab auch lustige Momente oder peinliche Momente, die mich wirklich geprägt haben. Ein kleines Beispiel, ich habe mal einen Vortrag gehalten da in Liechtenstein, da im Nachbarland bei uns. Da war ich auf der Bühne und da waren 170 Leute vor mir. Und ich spreche zum Thema Verkauf und da klingelt auf einmal ein Handy in der ersten Reihe. Und ich denke, ich versuche das zu verdrängen, zu ignorieren und spreche einfach weiter und denke, wieso macht er jetzt sein Handy nicht aus, was ist denn los? Und merke nach etwa 30 Sekunden, dass es mein Handy ist, das klingelt. Und ich denke, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich halte Vorträge, ich unterrichte auch zum Thema Präsentationstechnik. Das ist der Amateurfehler schlechthin. Ich habe nie mein Handy auf der Bühne. Und das klingelt mit etwa gefühlten Lautstärke 30. Und ich denke, okay, ich habe 340 Augen auf mir und alle lachen und ich weiß, oh je, am liebsten würde ich im Boden versinken und ich weiß, ich muss es jetzt zum Thema machen. Ich darf es nicht vertuschen. Ich konnte mich dann da ganz gut rausreden und habe dann was wirklich zum Thema gemacht, habe gesagt, Sie sind live dabei bei der Weltpremiere, Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum klingelt sein Handy etc. Und das war noch ganz lustig und beim Apro hat man mich dann gefragt, das war eine tolle Inszenierung und da habe ich gesagt, das war nicht inszeniert, das war wirklich ein Fehler. Und solche Momente, da kann man auf den Boden fallen oder man kann sagen, okay, ich mache das Beste drauf. Und ich glaube, ich versuche immer das Beste drauf zu machen. Oder die Inszenierung passt halt und Rent a Call vorher gut angerufen, nein, Scherz beiseite. Um diese, so eine Inszenierung auch, sag ich mal, körperlich, geistig wegzustecken, als auch so diese Höhen und Tiefen, durch die man läuft,
Bedarf es da für dich eines Ausgleiches, sprich betreibst du Sport oder achtest du auf die Ernährung oder bist du so in deiner Berufung drin, dass du sagst, nee, das ist so mein Thema, ich stehe da morgens so auf, ich brenne da so innerlich, ich fühle mich da so schon gelassen genug, wenn ich allein mit dem Thema unterwegs sein darf. Ja, also wenn ich Vorträge halte, dann ist es schon so, ich könnte Vorträge halten, ich könnte zum Thema Verkauf, könnte ich vorne stehen und 4 Stunden reden, da muss man nicht bremsen. Da kann ich Geschichten erzählen und auch in Trainings, da muss ich mich manchmal wirklich dran nehmen, um 17 Uhr mein Seminar beenden zu können, auch bei Vorträgen. Da könnte ich andauernd davon erzählen. Als Ausgleich, und das ist trotzdem auch sehr wichtig, mache ich natürlich Sport. Ich mache Kung Fu, ich mache Kampfsport und sehe, dass man da ganz viele Parallelen hat, auch zu gewissen Themen, die im Verkauf eine Rolle spielen, zum Beispiel das Thema Reklamationen oder Einwandbehandlungstechnik. Da kann man von den Sportlern eigentlich noch ganz viel dazu lernen. Und vor allem, was die mentale Einstellung angeht, das haben Sportler schon lange gecheckt und das sind diejenigen, die im Verkauf arbeiten, jetzt am Begreifen, dass die mentale Einstellung eigentlich das A und O ist. Und ja, für das braucht es auch einen guten Ausgleich. Wenn jetzt jemand im Nachgang noch mehr über dich und deine Themen als auch über deine möglichen Auftritte dann erfahren möchte, wie lautet die Website, wo er dazu Informationen findet und auf welchen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn bist du unterwegs, sprich auf welchen sozialen Kanälen? Ich bin natürlich auf sämtlichen Social Media Plattformen bin ich drauf. Also die, die mich finden wollen, die finden mich ganz einfach mit meinem Namen. Oder wenn man auch Verkaufstraining zum Beispiel eingibt bei Google, da bin ich ganz weit oben. Die einfachste Domain, die sich die Leute merken können, die lautet www.einfachmehrverkaufen.ch oder .de. Fantastisch, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Interview. Wünsche ich dir weiterhin die junge, dynamische Frische, mit der du dich auch hier so präsentiert hast und dass du da halt auch weiterhin deine Kämpfe durchstehst, deine Zielgruppe erreichst und hoffentlich nicht deinen Auftraggeber damit anschließend in die Flucht schlagen muss, in Anführungsstrichen. Vielen Dank dir, Michael, und ich viele Grüße. Ich danke dir fürs Interview, Daniel. Danke dir. Tschüss. Ciao.